Gestern haben wir an dieser Stelle am Hochfest aller Heiligen über die Zeit nachgedacht und worin die Erlösung der Zeit besteht. Dass nämlich in der Hinfälligkeit des Lebens, in unserer Gebrochenheit der Zeit, in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, in dem das alles hinfällig ist und wir als hinfällig erfahren, und das kann durchaus eine tiefe, schmerzliche Erfahrung, auch eine Sinnlosigkeit sein, Christus diese Zeit durch die Erinnerung an ihn, die ein lebendiges Gedenken ist, erlöst hat. Gott beugt sich in ihm in die Gebrochenheit unserer Zeit hinein, um uns neu im Gedächtnis die ungebrochene Zeit zu schenken. Seine bleibende Gegenwart, die keine Vergangenheit und keine Zukunft braucht, weil sie immer ist. Wir erleben heute Abend vielleicht besonders, noch einmal auf besondere Weise, auch was diesen Ort angeht, eine gewisse Hinfälligkeit, vielleicht auch Sinnlosigkeit. Aber nichts wäre unchristlicher als das. Wenn es etwas gibt, das durch Christus neu in diese Welt gekommen ist und uns neu ins Bewusstsein gerufen wird, dann ist, dass der Tod als Feind, als etwas Unnatürliches erkannt wird. Wir finden uns so schnell damit ab. Und wir sagen, auch als Christen ganz oft, wie selbstverständlich, es ist nur natürlich, dass wir sterben. Nein, liebe Schwestern und Brüder, das ist es nicht. Wer Paulus zuhört, der weiß, wie er ruft, der Tod ist der letzte Feind, der entmachtet wird. Und wir sind eben im Evangelium Zeuge einer ganz starken Erregung Christi geworden, wenn er um seinen Freund Lazarus weint. Anwandlung auch mancher Priester, das ist natürlich manchmal eine Verlegenheit, wenn man da steht, und dann sprechen wir kläglich tröstende Worte angesichts des Todes und sagen, da gibt es ja eine Ewigkeit oder hinterher kommt der große Himmel. Und so ist unser Leben halt, dass es hinfällig ist. Wir müssen halt sterben. Christus wird im Innersten erregt und erschüttert vor dem Grab seines Freundes und er weint. Kein Wort des Trostes, einer billigen Vertröstung. Eines irgendwie, nachher ist ja dann alles besser. Sondern in dieser Stunde ruft Christus durch seine machtvolle Stimme seinen Freund wieder in dieses Leben zurück. Nicht in ein sogenanntes ewiges Leben oder eine sogenannte unsterbliche Seele. Er ruft ihn in dieses Leben zurück. Das wir gar nicht leisten können und auch nicht leisten sollten. Der wahre Feind steht woanders. Es ist der Tod mit seiner Kultur, der sich manchmal ganz aggressiv und manchmal schleichend ausbreitet. Und wir sind gerufen in diese Welt, um dagegen Existenz und Zeichen zu sein. Um die Unnatürlichkeit des Todes zu markieren. Dass es im Plan Gottes nicht festgesetzt war, sondern dass Gottes Absicht das Leben ist. Bleibendes, gelingendes Leben. Aber wir uns, so erzählt es die Bibel, und das ist keine Märchenstunde, die wir da hören, uns den Tod gegessen haben. In der Frucht des Paradieses. Nachdem wir eigentlich das Leben nicht nur einatmen, sondern zu uns nehmen sollten, in der Gemeinschaft mit Gott, haben wir uns den Tod gegessen. Und wir tun es bis heute. Wir essen immer Totes. Tote Tiere, abgeerntete Früchte. Und so entsteht ein Kreislauf des Todes. Umso wichtiger ist es, dass wir den Tod auch in unserer christlichen Existenz als Feind markieren, uns dessen bewusst sind und uns immer an den halten, der von sich sagt, er sei die Speise der Unsterblichkeit, an Christus. Um an der ungebrochenen Zeit Gottes neu teilzuhaben, das ist es, was wir tun, wenn wir uns zum Gedächtnis Christi versammeln. Das ist es, was wir tun, wenn wir mit dem großen Wort, unter dem man inzwischen alles verstehen kann, Liturgie feiern.
teilzuhaben, es geschenkt zu bekommen an der ungebrochenen Zeit Gottes, an seinem Leben, um von der richtigen Frucht zu kosten, die bleibendes Leben schenkt. Deshalb ist es heute unsere Aufgabe, liebe Schwestern und Brüder, so traurig wir im Einzelnen sein mögen, nicht zu klagen, sondern dies fest im Blick zu haben. Wer unser wahrer Gegner und Feind ist, es ist der Tod. Und dass wir, welche Wege die Kirche immer geht, welche Entscheidungen sie trifft, dass wir diese Orte, österliche Orte brauchen. Das haben wir, ich denke, das kann ich ein wenig unbescheiden sagen, hier 15 Jahre versucht, ein österlicher Ort zu sein. Von der Gegenwart Gottes zu singen, von seinem bleibenden Leben und dieses Leben, den lebendigen Gott selber, zu bezeugen. Österliche Orte braucht es und österliche Menschen, die sich nicht hineinhetzen lassen in diese dümmlichen Kontroversen von angeblich progressiv oder konservativ oder diesem oder jenem. Das ist ein Kraftverschleiß, liebe Schwestern und Brüder, den wir uns eigentlich als Getaufte gar nicht leisten können und auch nicht leisten sollten. Der wahre Feind steht woanders. Es ist der Tod mit seiner Kultur, der sich manchmal ganz aggressiv und manchmal schleichend ausbreitet. Und wir sind gerufen in diese Welt, um dagegen Existenz und Zeichen zu sein. Österliche Menschen, österliche Existenz, die wissen, wo der wahre Feind steht, mir gegenüber. Die kämpfen gegen die Unnatürlichkeit des Todes in dieser Welt, indem sie Christus bezeugen, von dem wir sagen und zu Recht bekennen, dass er den Tod vernichtet hat, um uns wahres Leben zu schenken.